Ja, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mal ein Sachbuch rezensieren. Ja, das kommt auch nicht so oft vor. Und zwar ist es ein Geschichtsbuch quasi. Ich habe ja seit der Schulzeit vor 5 Jahren keinen Geschichtsunterricht mehr. Ich habe das immer sehr gemocht, was zu lernen, auch was zum Allgemeinwissen beiträgt. Und da ich das nicht mehr habe in der Uni oder nur noch so literaturgeschichtlich ein bisschen was habe, habe ich mir gedacht, hole ich mir so ein Geschichtsbuch, was sich auf 6 berühmte Frauen der Weltgeschichte konzentriert. Es ist jetzt wirklich eine kleine Auswahl, es sind wirklich nur 6 Frauen, die hier beleuchtet werden, aber immerhin werden die dann immer sehr detailliert beleuchtet. Und ja, da zu diesem Buch erzähle ich euch jetzt ein bisschen was. Ich habe das Buch übrigens für die Rezension vom Bertelsmann Verlag bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und zwar hat das Buch, ich gucke mal eben nochmal nach, 344 Seiten ungefähr und kostet, ich habe es vergessen, ich werde es euch irgendwo einblenden, ihr werdet es jetzt irgendwo sehen. Es geht um das Buch Frauen, die Geschichte machten von Peter Ahrens und Stefan Brauburger. Das war anscheinend auch im ZDF eine Dokumentation, die habe ich jetzt mir nicht angeschaut, aber ich könnte mir vorstellen, mir die auch nochmal anzugucken. Wenn sie genauso gut ist wie das Buch, würde ich das sehr gerne tun. Ich wünschte echt, ich hätte in meiner Schulzeit so ein Geschichtsbuch gehabt, weil es sich so gut lesen ließ, weil es eben nicht nur diese harten geschichtlichen Fakten dargestellt hat, sondern man erfährt auch ziemlich viel über die privaten und persönlichen Hintergründe der 6 Frauen und man erfährt auch so einige kleine Gerüchte und das wird alles in einem manchmal sarkastischen, witzigen Ton vorgestellt. Also mir hat der Schreibstil einfach unglaublich gut gefallen und es hat sich wirklich nicht wie ein Geschichtsbuch lesen lassen, sondern fast wie ein Roman. Da es 2 Autoren gab, ändert sich der Schreibstil natürlich von Kapitel zu Kapitel. Es hat man auch ein bisschen gemerkt. Manchmal hat es mir besser gefallen, manchmal nicht so gut. Aber alles in allem war es wirklich ein sehr, sehr guter Schreibstil, würde ich sagen. Zwischen den Fließtexten gibt es immer wieder unter anderem zeitgenössische Kommentare, Bilder oder Exkurse, um den geschichtlichen Hintergrund auch besser zu verstehen. Und das Buch ist in 6 Kapitel aufgeteilt. Jedes dieser Kapitel handelt von einer berühmten Frau und beginnt mit einem wichtigen Ereignis in ihrem Leben. Danach erst geht der Autor dann chronologisch vor und erzählt die Geschichte bis zu dem Ereignis, was wir am Anfang dann erfahren haben. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, weil ich mit dem großen Ereignis dann meistens noch nicht so viel anfangen konnte und ich ein bisschen verwirrt war, auch chronologisch, wenn man dann überlegt, okay, ich bin jetzt in 1470 und dann fängt man auf einmal 1440 an und weiß ich nicht, ein bisschen hat mich das verwirrt, das fand ich nicht so super. Aber es sollte natürlich den Stil ein bisschen auflockern, deswegen verstehe ich schon, warum man es gemacht hat. Ja, aber wie ihr schon wisst, hat mir der Schreibstil gut gefallen und auch der Aufbau hat mir alles in allem sehr gut gefallen. Kommen wir jetzt zum Inhalt. Ich erzähle euch jetzt kurz was zu allen 6 Frauen, aber immer nur so ganz kleine Schnipsel von Informationen, die mir im Kopf hängen geblieben sind, aber auch Sachen, die ich witzig fand oder interessant fand. Und zwar starten wir natürlich mit Kleopatra. Sie ist 69 vor Christus geboren und hat bis 30 vor Christus gelebt. Sie ist also 39 Jahre geworden. Und das ist einfach so extrem lange her, wenn man sich das mal vorstellt, wie lange das her ist. Es ist unglaublich, dass es überhaupt Überlieferungen über sie gibt. Ich fand es super interessant, dass sehr, sehr viele Menschen auch über ihre Beziehungen gesprochen haben. Es gibt einige, ja nicht unbedingt zeitgenössische, aber es gibt viele Zitate und Kommentare über sie und ihre Beziehungen und wie sie auf andere Menschen gewirkt hat. Und wie ihr vielleicht wisst, war sie ja mit Caesar zusammen bis zu seinem Tod. War sie bis zu seinem Tod mit ihm zusammen? Das müsste ich nochmal recherchieren und das schreibe ich euch dann irgendwo hier hin. Haha. So, und sie war ja hinterher mit Marcus Antonius zusammen. Und Marcus Antonius hatte auch eine Frau und Kinder. Und zwar hatte er... Meine Katzen catchen sich gerade mega. Marcus Antonius hatte auch eine Frau und Kinder. Und zwar war er mit Octavia zusammen. Octavia ist die Schwester von Octavian oder auch Augustus genannt, den man ja auch aus der Geschichte kennt. Und das war quasi der Erzfeind von Marcus Antonius und Kleopatra. Und ja... Das klingt quasi wie ein Roman, den man da liest und das ist wirklich passiert und es macht einfach super viel Spaß, dieses Kapitel zu lesen. Es klingt wirklich wie eine Soap. Die zweite Frau,
die ein Kapitel in diesem Buch hat, ist Jeanne d'Arc. Und man kennt sie in Deutschland auch unter dem Namen Johanna von Orléans. Und sie hat 1412 bis 1431 nur gelebt, also ist sie nur 19 Jahre alt geworden. Und über sie wusste ich relativ wenig vorher. Also ihr kennt vielleicht diesen Anime, der heißt Jeanne die Kamikaze-Diebin. Aber das hat damit ja relativ wenig zu tun, außer dass so die Metaphern und ein bisschen die Topik aus Jeanne d'Arc, von Jeanne d'Arc geklaut wurde. Das hat nicht wirklich was damit zu tun. Und von den geschichtlichen Ereignissen wusste ich eigentlich gar nichts. Und deswegen war das Kapitel auch für mich ein bisschen kompliziert und ein bisschen schwierig. Also da bin ich nicht so schnell durchgekommen, weil ich einfach die geschichtliche Lage um 1412 bis 31 war mir nicht sehr bekannt. Und die vielen Exkurse, die es in diesem Kapitel gibt, haben mich leicht verwirrt. Wobei es aber auch nicht uninteressant war. Es war einfach nur ein bisschen kompliziert und viel. Am interessantesten an dem Kapitel finde ich, dass es, also Jeanne d'Arc wurde ja, ich will das jetzt nicht alles aufrollen, was mit ihr passiert ist, aber sie war in einem Verhör, sie wurde verhört, ganz, ganz detailliert und oft. Und diese Abschriften dieses Verhörs gibt es und die werden auch sehr oft in dem Kapitel zitiert. Und das fand ich einfach super interessant, sie selber quasi reden zu hören, also zu lesen, was sie damals gesagt hat. Das ist natürlich auch schon ein paar Jahrhunderte her. Und es war außerdem sehr, sehr interessant zu lesen, wie es einer Frau in der Zeit erging, die sich geweigert hat, Frauenkleider zu tragen und die lieber in einer Rüstung und mit einem Schwert rumgelaufen ist. Also, wenn ihr euch für sowas interessiert, dann ist das wirklich was für euch. Und ihr Ende war dann ja nicht so schön, das kennt man ja auch oft, was mit ihr passiert ist, das wissen ja viele. Aber das müsst ihr dann selber lesen. Das dritte Kapitel handelt von Elisabeth I. Ich werde jetzt nicht ihren Namen auf Englisch aussprechen, denn es ist ein Zungenbrecher und ich kann es nicht. Sie hat von 1533 bis 1603 gelebt, also relativ lange, sie ist 70 Jahre geworden. Und dieses Kapitel ist absolut mein Lieblingskapitel gewesen. Diese Frau ist einfach awesome. Die ist so richtig inspirierend und selbstbewusst und eigenständig und eigensinnig und zieht ihr Ding durch und war sich selbst immer treu. Und dieses Kapitel liest sich außerdem wie ein halber Game of Thrones Roman. Also so viele Intrigen, wie es da gibt, und man kann sich das kaum vorstellen, dass das wirklich alles passiert ist. Und die Menschen kommen an die Macht und dann sterben sie und dann kommen neue, die sterben auch. Und man kommt ein bisschen durcheinander mit all den Namen und Beziehungen, die es da gibt. Und irgendwer ist verwandt und irgendwer ist adoptiert und blablablu. Aber dieses Kapitel hat mir wirklich am allermeisten Spaß gemacht. Und ich habe mich früher schon öfter mal mit dem englischen Königshaus so beschäftigt. Und ich habe jetzt auch Bock, noch mehr über Elisabeth I. zu erfahren. Wenn ihr irgendwelche guten Biografien über sie kennt, die nicht so trocken sind, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Das nächste Kapitel handelt von Katharina der Großen. Die hat von 1729 bis 1769 gelebt, ist also 40 Jahre geworden. Über sie wusste ich leider auch noch nicht sehr viel. Aber ich finde es super witzig, dass sie so eine deutsche, rundliche Frau war, die anscheinend schon ein bisschen Humor hatte, was man von ihren Tagebucheinträgen entnehmen kann. Und ja, der Anfang der Geschichte liest sich wie ein Märchen und dann wird es ein bisschen düsterer und ein bisschen schlimmer. Ihr Hochzeitskleid ist übrigens mega, mega schön. Ich werde irgendwie unsachlich hier, ne? Das Kapitel fand ich zwar interessant, aber es war vom Schreibstil her nicht so flüssig wie die anderen Kapitel. Vielleicht war das aber auch nur im Kontrast zu dem Elisabeth-Kapitel einfach ein bisschen dröger, wobei da auch viel passiert. Die vorletzte Frau, die ein Kapitel in diesem Buch hat, ist Luise von Preußen. Und über sie wusste ich auch kaum was. Sie ist 1776 geboren und hat bis 1810 gelebt, ist also nur 34 Jahre alt geworden. Und sie galt so als die Mode-Ikone damals. Und sie war auch mega, mega hübsch. Es gibt super viele Gemälde von ihr und Bilder. Ihr müsst da mal gucken. Es gibt auch eine Statue von ihr. Die ist wunderschön mit ihrer Schwester zusammen. Und sie kam mir einfach vor wie so eine richtig sympathische Prinzessin. Also sie hatte einen sehr, sehr coolen Spitznamen, als sie jung war. Und zwar Jungfer Husch. Und es gibt in dem Buch auch ein Bild von Kritzeleien, die sie in ihrem Tagebuch gemacht hat, das ich super interessant finde, was die Leute damals gekritzelt haben. Sowas weiß man ja nicht. Wie war das damals? Durfte man da kritzeln? War Kritzeln erlaubt? War das gern gesehen oder nicht?
wann hat man das gemacht beim Telefonieren? Ja, schlecht, ne? Ich weiß auch leider überhaupt nicht viel über Preußen. Das muss ich auch mal ändern, weil das ja auch ein wichtiger Teil der deutschen oder europäischen Geschichte ist. Und das war auch ein richtig gutes Kapitel. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand Luise als Person einfach sehr, sehr interessant und inspirierend. Sie hatte auch viel Briefkontakt zu Leuten wie Schiller und Goethe und Herder und Novalis. Und viele Dichter haben ihr Gedichte gewidmet, zum Beispiel Heinrich von Kleist. Und ja, ich weiß nicht, sie war einfach eine sehr berühmte und gute Seele, irgendwie hat man das Gefühl. Sie hat natürlich auch politisch ein bisschen was mitgemischt mit ihrem Mann zusammen. Zum Beispiel hat sie sich mit Napoleon getroffen, was auch sehr, sehr verrückt war und irgendwie interessant. Das lief ja auch nicht so gut. Ich werde aber auch immer uninformativer in diesem Video, ich weiß auch nicht. Das müsst ihr dann selber lesen, wenn ihr mehr über Luise erfahren wollt. Das letzte Kapitel handelt von Sophie Scholl. Und ich denke, dass viele von euch schon von ihr gehört haben, bestimmt im Geschichtsunterricht in der Schule. Und zwar ist sie 1921 geboren und hat bis 1943 gelebt, ist also nur 22 Jahre alt geworden. Und dieses Kapitel war zusammen mit dem von Jeanne d'Arc das traurigste natürlich und das erschreckendste, weil es eben noch nicht wirklich lange her ist, was da passiert ist. Und es gibt sehr viele Fotos in diesem Kapitel, was mir gut gefallen hat, damit man sich die Menschen mal vorstellen kann. Und die Weiße Rose als Gruppe, ich nenne es jetzt mal Weiße Rose, obwohl es ja gar nicht unbedingt so hieß, also nur eine Zeit lang, ist ja auch egal. Viele Mitglieder der Weißen Rose wurden mit einem Foto abgedruckt und mit Namen. Und ich bin trotzdem ein bisschen durcheinander gekommen, weil halt sehr, sehr viele Mitglieder in dieser Gruppe waren. Aber ich fand es auch gut, dass sich das Kapitel nicht nur ausschließlich auf Sophie bezogen hat, sondern einfach auf diese Gruppe auch ein bisschen eingegangen ist. Ich fand es auch sehr gut, dass die Flugblätter-Originale abgedruckt wurden. Ich finde das einfach erschreckend, sich das vorzustellen, wie das früher war. Und man fragt sich dann so Dinge wie, haben meine Großeltern auch so ein Flugblatt mal in der Hand gehabt? Haben die davon in der Zeitung gelesen? Wussten die davon? Und ja, ich kann sie nicht mehr fragen. Man hat in dem Kapitel viel über das System damals gelernt, mit dem die Kinder dann zu guten Nationalsozialisten erzogen wurden, dass sie von klein auf immer in irgendwelchen politischen, quasi politischen Gruppen waren, bis zur Jugend hin. Und dann mussten sie so Gemeinschaftsarbeiten ableisten, immer mal ein Jahr. Und wie sie dann in dem System einfach festgehalten wurden und nicht mehr raus konnten. Das wurde in dem Kapitel sehr, sehr deutlich. Ja, wie die Gruppe dann letztendlich aufgeflogen ist, ist unglaublich ärgerlich und richtig... Ach, man kann die Geschichte nicht mehr ändern und das stört mich in diesem Kapitel ganz, ganz stark. Und das ist richtig traurig und ja, Geschichte kann man bekanntlich nicht mehr ändern. Ja. Das waren die 6 Kapitel, die insgesamt alle sehr, sehr gut geschrieben waren. Ihr habt ja bestimmt gemerkt, dass einige mir besser und andere nicht so gut gefallen haben. Aber insgesamt kann ich das Buch wirklich empfehlen, wenn man sich einfach ein bisschen, wenn man sein geschichtliches Hintergrundwissen mal ein bisschen aufmotzen will. Und man braucht absolut kein Vorwissen, finde ich. Also natürlich ist es gut, wenn man weiß, was der Nationalsozialismus ist oder was der Zweite Weltkrieg ist oder wer Napoleon war, aber man wird in dem Buch jetzt nicht überfordert. Also man kann es auf jeden Fall ohne großes Hintergrundwissen lesen. Ich war sehr überrascht, wie gerne ich dieses Buch gelesen habe und ich wurde sehr oft darauf angesprochen, warum ich denn in meiner Freizeit ein Sachbuch lese. Aber erstens liest es sich nicht wie ein Geschichtsbuch und zweitens macht es einfach Spaß, sein Hintergrundwissen zu erweitern, sein Allgemeinwissen. Und man denkt über viele Dinge nach, wenn man diese geschichtlichen Details erfährt. Und wie gesagt, fand ich es einfach super, dass auch persönlich auf die Frauen eingegangen wurde und dass es nicht so eine Aufreihung von harten Fakten war. Ja, ich bin schon auf der Suche nach dem nächsten tollen Geschichtsbuch. Also wenn ihr Tipps habt, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da irgendwelche guten Sachbücher kennt, beziehungsweise Geschichtsbücher, oder wenn ihr zum Beispiel Biografien kennt von Elisabeth I., von Jeanne d'Arc, von Luise von Preußen,
oder von Sophie Scholl, wobei das mich wahrscheinlich sehr, sehr deprimieren würde. Aber wenn ihr von diesen vieren gute Biografien kennt, dann könnt ihr mir das gerne, gerne schreiben. Ja, ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Es ist ja ein bisschen länger geworden heute. Nochmal danke an den Verlag fürs Zusenden dieses Rezensionsexemplars. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat mit der Rezension. Ich bin da ein bisschen langsam. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.